Wenn ihr kein Problem damit habt, dass eure Arschbacken unten rausgucken, nennt man es heutzutage Visco. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem Video hier von mir. Viele von euch haben sich wieder einen weiteren Teil eines China-Shop-Werbung-Versus-Realität-Videos gewünscht und euer Wunsch ist mir natürlich ein Befehl. Falls euch diese Videoreihe gefällt, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal in einem China-Shop bestellt habt. Wenn ja, why? Wenn nein, why not? Das interessiert mich auf jeden Fall und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wir sind kurz vor den... Nee, doch nicht. Bei Instagram waren wir kurz vor den 800.000. Wir haben 800.000 auf Instagram geknackt. So krass. Wann holt YouTube Instagram ein, ist da die Frage. Also los, abonniert meinen Kanal. Hier wird wieder Werbevideo stehen, aber einfach nur, weil es sich komplett um eine Brand dreht. Also ja. Und ich habe auch einen Rabattcode bekommen. Und zwar lautet der wie folgt. Ich blende ihn euch mal ein. Lohnt sich dann, glaube ich, vielleicht mal den China-Shop auszutesten. Ich habe übrigens heute meine Haare gewaschen, Leute. Es fliegt hier ein bisschen alles drumherum, aber ihr habt mir in meinem letzten Vlog gesagt, dass euch diese Frisur an mir voll gefallen hat und es hat mich richtig gefreut. Sie geht nämlich auch mega easy. Also ihr müsst ja einfach nur die Haare hin zusammen machen und hier vorne mit einem Glätteisen ein bisschen die Haare eindrehen. Geht's einfacher? Ich glaube nicht. Achso, und ich habe ein neues Mikrofon. Das heißt, ich bete jetzt einfach, dass der Ton geil ist, weil wenn nicht, dann wechsle ich halt wieder zu meinem alten Mikrofon. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, also schreibt mir auch gerne, ob ihr irgendwelche Tonunterschiede merkt. Ist es geiler, ist es schlechter, ist es gleich? Ich würde sagen, wir beginnen mit dem allerersten Teil und das ist eins meiner absoluten Favoriten schon zu Beginn. Es sind eh richtig viele coole Sachen dabei. Ich habe die meisten Sachen schon in der Wäsche, weil ich sie ja alle für euch angezogen habe. Das ist ein Try-on-Haul und deswegen würde ich euch bitten, nicht pisst zu sein, dass ich sie jetzt hier nicht alle hochhebe, aber ich wasche die Sachen auf jeden Fall immer einmal, bevor ich sie alle anziehe. Also außer beim Try-on-Haul, aber dann in meinen Schrank lege. Ich glaube, das ist hygienischer. Das allererste Teil ist dieses, ich weiß nicht, T-Shirt, Sweatshirt. Ich fand diesen Style mega cool. Kann man sich natürlich theoretisch auch selber machen, indem man einfach ein enges, langärmeliges Oberteil anzieht und dann ein T-Shirt drüber zieht. Das Problem bei mir ist nur, ich habe einfach keine engen, langärmeligen Sachen, weil ich ein Schweißproblem habe, meine Lieben. Deswegen trage ich super, super wenige farbige oder auffällige enge Sachen. Meistens halt immer nur so lockere, wo man das eh nicht sieht, dass man schwitzt. Aber bei diesem Teil ist es halt richtig, richtig cool, weil ihr einfach es anziehen könnt und es ist halt durch dieses doppellagige System, würde ich mal sagen. Ja, einfach auch kein Schweißoberteil und sieht irgendwie trotzdem fancy aus. Man kann es theoretisch mit einem Taillengürtel noch tragen. Der war auch dabei, habe ich jetzt im Try-On vergessen anzuziehen, aber ja. Eins meiner absoluten Favoriten. Stoff fühlt sich mega gut an, Preis geht super klar und es sieht einfach fancy aus. Das nächste Teil wiederum ist diese coole Jacke hier. Das ist so eine richtig flauschige, sieht sie jedenfalls aus, rote, schwarz karierte Jacke, die ich mir auch sehr cool vorstellen kann, wenn es ein bisschen wärmer ist. Einfach so über so eine blaue Jeans und so ein weißes Crop-Top so drüber zu ziehen. Genau wie es dort auch angezogen ist, fällt mir gerade auf. Aber finde ich richtig, richtig hübsch und Leute, sie war das weicheste Material, was ich lange gefühlt habe. Man kann sie halt nicht zumachen, das heißt, es ist eher so Cardigan-artig. Finde ich aber richtig, richtig cool, wirklich super, super flauschig, sitzt mega schön und eine Sache, ich weiß nicht, Cardigans kann man eh nie genug haben zum drüberschmeißen. Das macht immer richtig viel mit dem Outfit, finde ich. Machen wir weiter mit einem Pullover. Und ich besitze tatsächlich super wenige Crop-Pullover, weil ich finde, in der Pullover-Zeit zieht man ja schon eigentlich Sachen an, die nicht cropped sind, weil es ja kalt ist eigentlich. Ich weiß nicht, ist halt ein bisschen weird. Ich ziehe sowas aber sehr gerne ein, wenn ich abends irgendwo hingehe. Also wenn es zum Beispiel so ein chilliger Abend mit Freunden ist oder irgendwas, wo man vielleicht ein bisschen schicker ist, wie so eine kleine Home-Party oder so. Oder halt einfach auch für Bilder. Ja, aber wie gesagt, wenn ich rausgehen würde, würde ich das jetzt nicht tragen im Winter, vielleicht dann eher schon so im Herbst oder Frühling mit einer Jacke drüber. Finde ich auf jeden Fall super, super schön. Er ist ein bisschen hart vom Stoff, dieser graue Pullover. Ich finde das Grau richtig schön. Ich finde, es gibt manchmal so Grautöne, die machen irgendwie bei mir nichts, aber also irgendwie stehen die mir nicht so richtig. Aber ich finde, dieses Grau steht mir und welch ein Wunder. Und es macht irgendwie eine schöne Figur. Also dadurch, dass es halt cropped ist und trotzdem aber so ein bisschen oversized. Ich liebe einfach so diesen Style. Das sieht so ein bisschen, ich weiß nicht, wie sieht das aus? Tumblr? Nennt man es heutzutage Visco? Pinterest? Habe ich jetzt genug Marken genannt? Ich glaube schon. Wo wir gerade bei Strickjacken waren, habe ich eine Strickjacke bestellt. Die stelle ich mir auch super, super cool vor bei so einem bisschen engeren Outfit und dann die so drüber zu schmeißen, wenn man vielleicht so die Schulter sieht oder so. Die Rede ist von dieser Strickjacke hier. Sie ist grau. Ich finde, das ist so ein Grau. Das ist bei mir ein bisschen brenzlig. Ich finde irgendwie, ich bin zu blass dafür. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Ich finde, wenn ich ein bisschen bräuner wäre, würde das besser aussehen. Was ich aber super, super schön finde, sind die Ärmel und der Sitz. Also der Sitz so voll oversized. Ich finde, von der Qualität hätte es ein bisschen weicher und geiler sein können irgendwie. Aber ich finde trotzdem, dass es sehr, sehr hübsch aussieht und richtig gestylt. Macht das bestimmt auch einiges her.
Ich finde, das ist irgendwie so eine typische Instagram-Jacke, findet ihr nicht? Ein super basic Teil, aber auch eins meiner definitiven Favoriten ist dieser Cropped Pullover hier. Der ist sehr, sehr, sehr luftig. Das heißt, ihr könnt ihn auch super gut im Sommer irgendwie drüber schmeißen oder vor allem im Frühling tragen jetzt, der hoffentlich bald kommt. Sagte sie und fährt demnächst in Skiurlaub. Freut ihr euch eigentlich auf meine Skiurlaub-Vlogs? Ich will da richtig, richtig viel Content machen. Wir fahren ja diesmal mit einer 9er-Gruppe. Also wir sind super viele Leute und ich freue mich darauf. So, so krass. Auch sehr viele Leute, die ihr kennt. Marcel, Leon, Anne, meine Schwester, ihr Freund und Marcels Eltern. Und ich glaube, es wird richtig geil. Naja, auf jeden Fall super schönes Material. Er sieht toll aus. Ich mag irgendwie diese bunten Farben, aber es ist nicht zu bunt, sondern so noch so ein bisschen gedeckter. Ich finde das richtig, richtig schön. Und das ist genauso diese Art von Style, die auch der graue Crop-Pullover hat. Ich liebe das einfach. Ein weiteres Highlight, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wisst ihr, wie ich mich damit fühle? Mit diesem Pullover hier fühle ich mich einfach wie so ein College Girl. Ich finde, das passt auch zu meiner jetzigen Frisur gerade. Also man fühlt sich richtig wie so ein College Girl, was irgendwie, ich weiß nicht, einfach gerade zum College geht. Oder nee, wahrscheinlich eher ein Highschool Girl. College. Ach, was laber ich eigentlich? Ich finde, es sieht sehr stylisch aus und ist genau diese Stilrichtung, die ich zurzeit extremst feiere. Ich muss sagen, er ist auch super weich und kuschelig. Er ist noch größer, als ich dachte, aber was ich persönlich richtig geil finde. Man kann den Kragen so umwickeln, das heißt, ihr könnt ihn hochtragen, aber ich würde ihn einmal so umschlagen, ihr könnt die Ärmel umschlagen. Ich finde die Farbkombination super schön. Ich habe tatsächlich irgendwie total wenig in diesen Farben, aber es sieht so Bombe aus und ich freue mich mega, den zu kombinieren. Das nächste Teil sah auf dem Foto so geil aus, dass ich es mir unbedingt bestellen musste. Und zwar geht es um diese Jacke. Das ist so eine Cropped Oversize Jeansjacke. Sie ist wirklich super dünn. Also das ist eine Jacke, die ihr wahrscheinlich nur an sehr warmen Frühlingstagen tragen könntet oder halt zum Runterziehen, so als Outfit halt. Also das heißt, das ist das Outfit und dann kommt noch eine Jacke drüber, weil sie ist wirklich sehr dünn. Also es ist jetzt keine Jeansjacke, die einen ansatzweise irgendwie wärmt, außer vielleicht im Sommer. Trotzdem finde ich sie so unnormal geil. Ich finde, die sieht so cool aus mit diesen drei verschiedenen Jeansfarben. Ich weiß nicht, es ist einfach genau mein Ding. Genau dieser Style ist genau mein Ding. Und ich bin so froh, dass es irgendwie gerade so im Trend ist, weil diese Art von Style war irgendwie schon immer mein Ding, seit ich denken kann. Ich habe auch auf Tumblr und so immer so einen Style gesehen. Das sind ja immer so Vintage-Sachen eher so. Es gab nirgendwo solche Sachen. Damals gab es auch irgendwie voll wenige Secondhand-Läden in meiner Nähe und so. Und ich weiß nicht, ich habe sowas einfach nie gefunden, nirgendwo. Ich finde es so geil, dass das jetzt der Stil wird. Ich meine, klar, dann trägt es auch irgendwie jeder, aber so ist es halt nun mal mit Mode. Ich finde diese Fits und so, die gerade so in sind, so unnormal geil. So vintage irgendwie. Und ich glaube, das zeigt auch mein nächstes Kleidungsstück. Diesmal sind ein paar Jacken dabei, Leute. Es geht wieder los mit der Jacken. Ups. Ich werde auch definitiv meinen Jackenraum demnächst ausmisten. Ich warte die ganze Zeit nur auf meine Pakete. Ich mache das ja immer über einen Job, die Sachen für mich verkaufen. Und den ganzen Erlös spenden wir dann immer. Und deswegen, I'm waiting for the packages to send you my clothes. Und die könnt ihr dann theoretisch auch nachkaufen. Daran sieht man, glaube ich, dass ich Vintage-Sachen mag. Weil dieses Muster, ich weiß noch ganz genau, mein Vater hatte damals immer so Jacken, wo das drauf war. Und ich dachte mir immer so, ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Weil es war einfach gar nicht angesagt. Also da war ich aber noch ganz klein. Und umso älter ich wurde, umso geiler fand ich das. Ich habe immer solche Sachen gesucht und nie gefunden. Weil irgendwann hat mein Vater es dann auch verkauft und so. Ja, voll ärgerlich. Ich glaube, die hätten so geile Sachen, die ich jetzt noch tragen könnte. Mama, wenn du das siehst, hast du geile so Vintage-Sachen. Hit me up, schick mir alles. Naja, auf jeden Fall ist es so eine flauschige Felljacke, die, glaube ich, auch sehr warm hält. Und, also was heißt sehr warm, jetzt nicht im Schneesturm, aber es ist schon eine wärmere Jacke. Und das Muster sieht einfach geil aus. Richtig, richtig geil. Das nächste Outfit erinnert mich so ein bisschen an Lisa Marie Schiffner, falls ihr sie kennt. Sie trägt immer so Zweiteiler und so. Und ich liebe ja auch so Ganzkörperanzüge und so. Aber ich finde irgendwie nie so geile und vor allem nicht welche, die meiner Größe entsprechen. Also die zu mir passen, weil ich halt schon mini klein bin irgendwie. Also nicht mini klein, ich bin 1,63, aber ja, so damit ihr es... Achso, vielleicht sollte ich das mal sagen. Ich wiege ungefähr 60 Kilo und bin 1,63. Könnt ihr ja mal gucken. Ja, ich trage meistens immer Größe S. Blauschickes Material, Zweiteiler, was soll man dazu sagen? Sieht eigentlich richtig sexy aus. Ich finde nur, getragen steht mir die Farbe irgendwie gar nicht. Es liegt einfach daran, dass es irgendwie nicht zu meinem Hautton passt. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schade. Vielleicht muss ich auch mal gucken, wie ich das kombinieren kann. Es ist jetzt, wie gesagt, in der Wäsche. Ich bin auch gespannt, wie es nach der Wäsche ist, weil es wirklich ein komplett flauschiges Material ist. Ich weiß nicht, ob man darin schwitzt. Es ist einfach komplett flauschig. Also auch von innen ist es genauso wie von außen. Es ist super, super, super weich. But I don't know. I don't really know. Ich habe mir noch einen Zweiteiler bestellt, der super geil aussieht, wie ich finde. Aber irgendwie ist der Stoff so gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Also der Stoff ist so sehr hart und sehr... Was kann ich das vergleichen? Auch so ein bisschen so ein Fahnenmaterial, wie von so einer Deutschlandfahne. Aber ein bisschen anders. Aber halt irgendwie kein Stoff, den man gerne trägt. Und ich glaube auch, dass dieser Stoff sehr, sehr schnell Schweißflecken macht. Ich finde es irgendwie gar nicht geil. Der Stoff ist auch sehr schwer. Also es ist ein sehr schwerer Stoff. Mir gefällt der Stoff halt einfach überhaupt nicht. Und deswegen werde ich auf jeden Fall eine Freundin nur so fragen, ob sie das haben will. Vielleicht findet die den Stoff ja besser als ich. Ist ja immer Ansichtssache. Es wurde ja auch nicht ohne Sinn produziert so. Irgendwer wird es ja feiern. Aber ich nicht.
Eine Sache, die ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit seht, weil ich sie immer zum Kombinieren angezogen habe, weil ich diesmal irgendwie nur eine Hose oder so bestellt habe. Goldene Hose hier, eine Leder-Cargo-Hose. Und ich muss sagen, ich hatte mega Angst, weil Hosen und Shein ist immer ein bisschen tricky. Aber die passt Bombe, Leute. Also ich liebe sie. Ich finde, die sitzt so, so gut und die ist auch so beschichtet. Ich habe nach einer Zeit drin geschwitzt. Ich glaube, das ist fast unaufhaltsam in solchen Hosen. Aber sie ist von innen beschichtet. Das heißt, ihr habt nicht dieses Lederding die ganze Zeit an eurer Haut, was definitiv ekelhaft wäre. Aber sie sitzt mega cool. Ich finde, die sieht super, super geil aus. Macht eine richtig schöne Figur. Und ist halt perfekt zum Kombinieren. Und das trifft auch so voll diesen Stil, der gerade so geil ist. Dazu noch so Plateau-Boots und so. Ich weiß nicht. I like it. Kann ich euch wirklich empfehlen. Schwitzt man halt ein bisschen drin. Aber habt ihr irgendwie Tipps, wie man da in sowas nicht so schwitzt? Muss man vielleicht irgendwas Spezielles drunter ziehen? Die Lieferungen dauern immer so ein bisschen. Also ich würde sagen, so 2-3 Wochen wartet man schon auf die Sachen. Manchmal auch ein bisschen schneller. Kommt halt drauf an, wie viel ihr bestellt. Und ich habe das irgendwie komplett vergessen, dass ich das hier bestellt habe. Um ehrlich zu sein, dachte ich mir so beim Auspacken so, was habe ich mir denn dabei gedacht? Weil ich finde jetzt, wo ich es auf dem Bild wieder sehe, ist es wirklich ein schönes Kleid. Ich finde, es sieht super cool aus. Ich mag vor allem auch diese Art von Ausschnitt mit diesen bisschen puffigeren Ärmeln und dann so dieses quadratische, diesen quadratischen Ausschnitt. Das finde ich irgendwie schön. Ich habe es beim Anziehen erst falsch rum angezogen, bis ich es dann irgendwann gemerkt habe und wieder richtig gedreht habe. Und es ist erstens viel zu kurz. Also das kann man höchstens bei irgendeinem Video anziehen oder beim Foto. Aber damit feiern zu gehen, ist wirklich komplett, also wenn du einmal hinfällst oder einmal dich bückst oder so, ist dein Bobbes outside. He fires a party without you with this dress. I tell you. Und es fühlt sich auch nicht so schön an, weil es halt von innen nur so ganz, ganz dünn beschichtet ist. Das heißt, ihr merkt die ganze Zeit diese Pailletten, die, by the way, sich super billig anhören und super billig aussehen, weil das echt große Pailletten sind. Und ich finde, das ist halt nicht so schön. Ich finde, auf dem Bild sah es halt nicht so komisch aus, wie es in echt dann irgendwie war. Man hat sich ein bisschen verkleidet gefühlt wie an Fasching. So, weißt du, für Fasching ist es ein gutes Kleid, wenn ihr kein Problem damit habt, dass eure Arschbacken unten rausgucken. Aber sonst würde ich es nicht empfehlen. Ich mag Blazer sehr, sehr gerne. Ich mag es sehr, sehr gerne, auch wenn ich es anprobiere, aber ich greife voll selten zu Blazern. Ich will das jetzt in den Griff bekommen, Leute. Ich finde, dieser Blazer sieht so geil aus, weil er einmal so eine Lederseite hat und einmal so dieses braune Karo-Muster. Ich finde das so unnormal geil. Wirklich, Leute. Also ich hoffe, bitte erinnert mich daran, dass ich diesen Blazer anziehe zu irgendwas, weil er so geil ist. Ich finde ihn wunderschön. Er sitzt mega gut. Es ist eine schöne Qualität. Das ist wirklich für mich ein so geiles Kleidungsstück. Wirklich, Leute. Ich bin happy, 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 happy. Ich habe mir das folgende Oberteil bestellt, um es mit dieser Lederhose zu kombinieren. Das ist auch ein Oberteil. Es funktioniert vielleicht für Fotos oder einen Videodreh oder wofür ihr auch immer ihr es haben wollt. Aber es ist kein alltagstaugliches Outfit, würde ich sagen, weil es komplett eng sitzt. Es ist super eng. Es hält dann nicht so richtig an den Stellen. Es ist voll das komische Material. Also es macht die ganze Zeit so einen Ledersound und aber in Billo irgendwie und das gefällt mir wirklich nicht. Machen wir mal weiter mit diesem Body hier. Ich finde, ich bin immer auf der Suche nach so einer Art von Kleidung, die so ein bisschen bedeckt ist, aber irgendwie auch sexy aussieht und nicht zu aufreizend ist. Und deswegen fand ich das mega, mega schön. Ich muss nur leider sagen, er sitzt halt mega, also er sitzt halt komisch. Ich glaube, ich habe den in der Größe M bestellt, einfach weil ich Angst hatte wegen meinen Boobies, aber it's not cool, I don't, es rutscht halt immer hin und her und wenn ihr aufpasst und so gerade steht, dann sitzt es vielleicht auch noch auf einer Stelle, aber mehr könnt ihr dann auch nicht tun und das finde ich halt persönlich nicht ganz so geil, deswegen mega, mega schade. Vielleicht kann man das noch irgendwie, nee, man kann das nicht. Es ist dann auch so, dass unten so ein Teil der Brust rausguckt und nee, das ist also kein alltagstauglicher Body, leider. Ich finde so selten, es müsste halt mit einer gefütterten Sache sein oder so mit diesen Bügeln. Also die müssten wenigstens noch bügelig sein, aber es ist halt alles nur Stoff gewesen. Ich finde, auf dem Bild sah es ein bisschen so aus, als wäre es ein Bügelding. Ist es nicht, wenn ihr wisst, wo es so geile Bodies gibt oder so Bustiers so, oder so Corsagen-ähnliche Oberteile, dann schreibt es mir mal gerne. Ihr seht, ich war auf der Suche, ich habe mir nämlich noch sowas in der Art bestellt und das ist nochmal viel, viel schlimmer, weil ich dachte, ich finde, es sieht so ein bisschen so aus, als wäre es so hautfarben gefüttert. Und das finde ich auch richtig cool. Ist es aber leider nicht. Es ist komplett durchsichtig. Und dann habe ich es versucht, mit einem BH drunter anzuziehen. Und Leute, das sah komplett beknackt aus. Also ich weiß nicht, was zieht man denn da drunter? Ich habe auch versucht, das Hautfarbenes drunter zu ziehen. Das war dann irgendwie auch nicht so das Wahre, weil man das dann gesehen hat. Das hat ja nicht perfekt abgeschlossen. I was sad. Das ist auch kein Body, sondern ein Oberteil einfach nur. Dadurch ist es eh nochmal überall hingerutscht. Nee. Einfach nee. Und ich wäre nicht Frau Loops, wenn ich jetzt noch eine Jacke kommen würde, die ich persönlich sau, sau geil finde. Die Rede ist von dieser Jacke hier. Ich finde, dort sieht sie so gewöhnungsbedürftig aus. Ich habe aber halt gehofft, dass man sie cool kombinieren kann und so. Und ich finde, das ist eine Jacke, die wird man safe irgendwie mega geil kombinieren können. So ein Lederimitat natürlich und
hat einfach so richtig, richtig fette Fledermausärmel. Ich liebe halt einfach diesen Style. Ich glaube, daraus kann man was sehr, sehr Geiles zaubern. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, was so euer Favorit ist, ob ihr euch irgendwas davon nachkaufen würdet. Und gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert sehr gerne meinen Kanal für weitere Werbung, Videos, aber auch Hauls und alles, was das Herz begehrt. Ich mache ja wirklich, wirklich fast alles auf meinem Kanal. Challenges, Hauls, alles. Fashion, bisschen Schminki, alles ist dabei. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.